Hallo, ich wollte, ich weiß jetzt noch, wie das Ding heißt. Kessel heißt das Teil, mir ist das immer entfallen. Ich habe natürlich nachgeschaut, ich wollte einen Kessel machen. Dazu brauche ich aber nicht 5, sondern 7 Eisen. So, 7 Eisen. Und wir haben ja, ich habe vorhin gesagt, wir könnten einen ach, die Truhen nehme ich auch mit. Wir könnten einen Ofen, einen Kamin machen. Was könnte man noch machen eigentlich? Wie viel Holz habe ich denn? Ich noch Holz, das ich nicht brauche. Ah, ich habe hier noch Schilder. Nehme ich auch mit. Und was wir noch brauchen ist Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Ich nehme mal, habe ich da eine? Ich glaube nicht, dass ich wieder laufend lauter so raffelt da, was ich momentan nicht brauche. Was hauen wir mal hierher? Da können wir gleich mal aus dem. Ja, wenn ich ein bisschen mitgedacht hätte. Jetzt wäre es halt schön, wenn ich das Wasser gleich da reinschütten könnte und wir hätten einen gefüllten. Aber das vermute ich mal, dass das gar nicht geht. Es wird noch zu hell sein zum Schlafen. Ich wusste's, wie jedes Mal. Dann schlafe ich halt hier. Und zwar nachdem ich den Kessel da hergestellt habe. Ach, das ist doch ganz okay, denke ich. Und jetzt können wir doch hier. Es sieht doch schön aus. Das Wasser da rein tun. Hier höre ich schon wieder Besuch. Aua! Alter. Ach, jetzt habe ich wieder das blöde Fleisch aufgenommen. Bisschen schlafen. Juhu. Und schon geht's weiter. Also die Treppe ist nicht die schickste. Die schickste. Sau interessantes Wort. Ach, das sieht doch ganz okay aus, oder? So. Das Ding hier. Wie wäre denn das, wenn wir das hier herstellen? Was mich immer ein wenig wundert, ist, je nachdem, wo man das platziert. Jetzt ist ja hier dieses Teil vorne. Wie ist denn das, wenn ich das hier. Ist das immer gleich? Weil vorhin war doch das. Ich stelle das mal einfach mal hier in den Raum, nur mal um zu gucken. Genau, da war doch das hier vorne. Also mir persönlich würde das besser gefallen. Aber bei mir ist die Seite vorne. Warum auch immer. Sollte nicht. Wenn ich das. So mach. Tja, Pech. Das scheint wohl nicht zu gehen. Egal. Es ist, wie es ist, wie es ist. Wir können. Wir werden das, wenn ich. Hier sowas. Dann. So. Hätte man einen ganzen Block neu klopfen können, egal. Das da.
oben drauf eine Tischplatte. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt können wir noch Armlehnen anbringen. So, und dann können wir hier hinsitzen, ein Bierchen trinken, während die anderen sich hier abschuften. Okay, so machen wir es. Und hier, wenn ich hier das geht natürlich nicht. Jetzt fehlt uns Holz. Hier brauche ich dann vermutlich Steinzeugs. Was sind das für Holz? Eichenholz. Ja, zwei habe ich raus. Okay. Obwohl. Das und das. Das. Schade. Ihr wisst, was ich vorhab. Ihr denkt, ihr werdet jetzt das schon erahnen. Den da rein. Oder? Zack. Allerdings müssen wir hier dann dasselbe Material reinbringen. Wir tun einfach so, als hätten wir das. Das weiß ja keiner, dass das Haus hier nicht symmetrisch ist, weil wir ja hier in der. Weil wir ja hier in der. Quasi in der Felswand drin sind. Warum sterben denn die alle? Ist das draußen? Das ist doch hell, oder? Ja. Was sind denn das für Burschen, die da einen auf Besuch machen? Das da. Hier hinten mache ich auch Kuppel. Nicht, dass man das sehr wahrscheinlich groß sehen würde, aber ich muss da nach oben, wenn ich einen Kamin machen möchte, oder? Wie weit geht das hoch? Kommen wir dann da oben irgendwo raus? Ups, Erde. Es ist sau dunkel hier, soll ich da mal. Das kann ich nicht. Ich muss leider jetzt ein bisschen im Dunkeln arbeiten, obwohl ich wirklich nichts sehe. Ich sehe absolut gar nichts. Fackel aufstellen. Kurzfristig. Das geht hier nicht. Dann nach oben. Und es scheint Stein zu sein. Nach unten. Also ich sage euch, was ich mache, weil ich selber nicht sehe. Jetzt schaue ich wieder nach oben, hoffe ich. Ah, ich bin heraus, okay. Boah, das ist aber sehr hoch. Wenn ich das mal bemerken darf. Das ist sehr hoch, Leute.
Achso, mal nicht. Wir machen hier einfach. Ja. Da machen wir jetzt so Platten drauf. Wenn wir da noch genügend haben, jawohl. So. In der Mitte. Machen wir es auch zu, dass es nicht reinregnet. Und dann graben wir uns wieder runter. Und dann kommen wir noch irgendwann wieder. Zu unserem. Genau. Sehr gut. So, und dann können wir hier irgendwie. Halt, nee. Dann machen wir halt ein paar. Wir haben ja hier schon eine. Workbench hergestellt. Wieso? Mir fehlt jetzt genau so ein Holz. Ah, nein, da ist ja eins. Wo kommt denn das her? Da ist nicht eins. Das ist das Falsche. Aber wir machen mal Feuer. So. Und schon fackelt das hier doch recht nett. Was wir jetzt noch machen können, ist, darum habe ich das Eisengitter eingesteckt. Wir sichern das hier mal ein bisschen ab. Obwohl, wie wäre es eigentlich, wenn wir das. Wenn ich das hier raus mache. Einfach noch ein bisschen erweitern. Und hier. Ist es. Wenn ich ganz ehrlich bin. Meine Bude fackelt ab. Ach du Scheiße, wieso fackelt meine Bude ab? Ach nee. Hallo, Wasser, Eimer, Feuerwehr. Nein, ich kann. Ach du Schande. Alles umsonst. Ja, auch. Der Feuerwehrmann. Alter. Also nee. Draußen regnet's. Wie gemein ist denn das? Draußen regnet's und mir fackelt die Bude ab, Leute. Ach nee. Scheißen Feuer. So. Ja, also wenn das mal nichts ist. Ach du Schande. Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich heulen. Alter Schwede. Warum?
Leute, 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 Leute. Das ist doch hier alles aus Stein, oder? Ich habe doch extra hier Stein angebracht. Naja, bis auf hier. Hier war Holzboden, hier rüber. Mistverflixter. Und der hat dann sehr wahrscheinlich hier angefangen abzufackeln. Das ist ja. Sehr schade, sehr schade. Wo ist denn unsere Decke gewesen? Hier. Hier. Jetzt hoffe ich bloß, dass ich so viel Material irgendwie habe. Die Bude ist abgefackelt. Leck mich am Arsch. Das hier mal zugemacht. Hier sind wir wahrscheinlich. Ich weiß es gar nicht so ganz genau, wenn ich ehrlich bin. Müssen wir hier. So. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie passt. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Aber das von außen, ich glaube, das sieht man nicht. Die Betten stehen noch. Alter Verwalter. Das nach oben. Das dazu. Beidseitig, warum ist das hier rausgefackelt? Hier ist auf jeden Fall ist okay. Wo ist denn der Herr Krepper? Da oben war doch immer ein Krepper. Leute, Leute. Alter Verwalter. Naja. Auch das muss mal sein, sonst hättet ihr ja überhaupt nichts zu lachen. Das hier gefällt mir nicht. Dach geschlossen. Ah, und schon regnet es nicht mehr so rein. Dann müssen wir das hier noch schließen. Ja, das kann man so lassen. Ah, hier müssen wir mal ein Ding drauf machen. Ups. Nicht wegwerfen, sondern so, damit das dieselbe Höhe hat. Was ist denn hier? Ist hier ein Loch drin? Nee. Passt. Passt schon. Hier tun wir einfach mal so Treppen rein, oder? Oh.
So. Geh weg. Gehen Sie weg von mir. Oh. Das steht so ein bisschen hoch. Ist denn das okay? War jetzt das hier eigentlich mein Eingang nach innen? So, auf Wiedersehen. Hehe, ausgetrickst, alter Schwede. Er würde irgendwo reinfallen, er würde mich austricksen. Hat doch jetzt gerade hier irgendwo. Wieso regnet denn das eigentlich rein in meine Bude? Ich hab euch vorher schon mal gesagt, dass ich das nicht will, hä? Diese Trommelerei hier an meine Türe hin. So. Burschen. Ungebetene Gäste hier immer. Aufdringliche Vertreter. Ich mache mal eine Pause. Und dann kümmere ich mich um den Gesellen, okay? Bis dahin.